Brigitte Kaufmann aus dem Restaurant Kaufmann und Kaufmann aus Villach. Heute möchte ich Ihnen unsere Villacher Kirchtagssuppe vorstellen. Unsere Suppe deshalb, weil in Villach jede Familie ihr eigenes Rezept hat, meistens von der Großmutter überliefert. Etwas haben aber alle Suppen gemeinsam, nämlich es gibt mehrere Sorten Fleisch darinnen. In unserem Fall ist das Rindfleisch vom Schlögel oder von der Schulter, Hühnerbrust und Schweinsschlögel. Außerdem brauchen wir Lauch, Zwiebel, Karotten, Petersilie. Dann kommt drinnen hinein noch Lorbeerblätter, Zimtstangen, Safran, Pfefferkörner, Nelken und später dann zum Binden süßen, sauren Rahm und Maizena. Traditionell dazu gegessen wird der Rendling, sein Germteiggebäck, der mit Zucker, Zimt und Nüssen gefüllt wird. Das isst man in Kärnten übrigens auch zu Ostern, dann zu gekochten Schinken mit Krähen. So, die Suppe beginnen wir damit, dass wir das Fleisch in einen Topf mit Wasser geben, die verschiedenen Fleischsorten. Das Rind, dann haben wir das Schweinefleisch, die Hühnerbrust. Dann wird das Gemüse grob geschnitten, der Lauch. Noch der Zwiebel. So. Petersilstängel. Und dann zuletzt noch die Karotten. Außerdem die Nelken, die Pfefferkörner, die Zimtstangen und eben die Lorbeerblätter, hätten wir fast vergessen, und der charakteristische Safran. Das Ganze lassen wir dann einige Zeit kochen, wobei man auf die unterschiedlichen Garzeiten der Produkte achten muss. Die Hühnerbrust ist ca. nach 20 bis 30 Minuten fertig, je nach Dicke. Als nächstes kommen dann die Karotten heraus und dann der Schweinsschlögel und zum Schluss das Rindfleisch. Und jetzt wird er noch gesalzen und dann können wir die Suppe in Ruhe eine Zeit lang kochen lassen. So, nachdem ich die ganzen Fleischstücke und die Karotten herausgenommen habe, habe ich die Suppe abgesät. Nun steht sie am Herd und die lasse ich noch ein bisschen einkochen. In der Zwischenzeit kann ich dann das Maizena in kaltem Wasser auflösen, mit saurem und süßem Rahm verquirlen und dann damit die Suppe binden. Ich löse das Maizena in etwas kaltem Wasser auf. Dann geben wir einen süßen Rahm. So. Und wenn die Suppe dann schön kocht, rühre ich das in die Suppe ein, lasse es kurz aufkochen. Danach schmecke ich sie noch einmal ab mit Salz, Pfeffer. Wenn sie zu wenig gelb ist, gebe ich noch ein paar Safranfäden dazu und dann ist sie soweit fertig. So, nun werden wir das Fleisch schneiden. Das habe ich übrigens, nachdem ich es aus der kochenden Suppe genommen habe, in ein vorbereitetes kaltes Salzwasser gegeben, damit es schneller abkühlt. Wenn dann alle Fleischsorten eben bereit sind, schneiden wir das zuerst in Scheiben und dann in kleine, feine Würfel. Fangen wir mit dem Rindfleisch an. Und das Besondere an unserer Suppe ist auch, dass wir die Karotten, die mitgekocht werden, klein schneiden und darin servieren, weil ich finde, dass das dem Trend der leichten Küche entspricht und auch optisch nett ausschaut. So, das mischt man dann schön durch. Wenn Sie die Suppe gleich servieren, dann können Sie das Fleisch in der Cremesuppe erhitzen. Sonst ist es besser, wenn Sie das
geschnittene Fleisch in etwas klarer Suppe erhitzen und dann vor dem Anrichten in den Teller geben und mit der Cremesuppe übergießen. So, also ich gebe dann die 1-2 Löffel der Fleisch-Karotten-Mischung in einen Suppenteller und gieße mit der schönen gelben, cremigen Kirchtagssuppe auf. Hier haben wir nun die fertige Villacher Kirchtagssuppe. Wie Sie gesehen haben, ist sie gar nicht so schwierig nachzukochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und gutes Gelingen.